Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Vor 3 Tagen hat Apple sein neues iPad Pro-Event abgehalten. Zumindest dachte man, es geht nur um das iPad Pro. Es gab so Gerüchte, vielleicht werden hier noch die Minis geupdatet. Nein, und vielleicht so ein paar andere kleinere Schweinereien. Kam eigentlich auch nichts und es kam das, womit man eigentlich gar nicht mehr zu hoffen, zu rechnen gewagt hatte. Es gab neue MacBook Airs und was für ein Update. Und es gab auch ein Update für die lange erwarteten Mac Minis, die sind auch wieder da und das freut mich, dass wir bei so einem iPad-Event eigentlich so viel Mac-Fokus haben. Auch wenn Apple dann immer wieder hingegangen ist und so gezeigt hat, ne, guck mal hier, die neuen iPads Pros, das ist doch eigentlich das, womit man den Rechner ersetzen kann. Das ist vielleicht der neue Rechner oder sowas, der Trend und viele Vergleiche und wie Apple das präsentiert hat. Ich freue mich aber einfach, dass sie noch die Geräte, die Macs herstellen. Das ist für mich nach wie vor der Kern von Apple, auch wenn sie natürlich mit iPhones, keine Ahnung, 20 mal so viel verdienen. Aber der Reihe nach. Ich habe kein Glaskugelraten gemacht, weil diesmal hätte ich auch komplett daneben gelegen. Ich gehe einmal ganz kurz die einzelnen Punkte mit euch durch, mit den zusätzlichen Informationen, die eigentlich erst ein paar Tage später immer rauskommen und mit den Fragen, die sich da immer gestellt haben. Nummer 1, die Präsentation. Es war schön. Wir haben viele neue Gesichter gesehen. Viele alte haben leider gefehlt. Natürlich haben die sich gerade die neuen hier und da immer mal wieder verhaspelt. Aber ich meine, das hat man bei der AR-Demonstration gesehen, wie die Dame da wirklich da gewackelt hat und musste ihren Stift da unter Kontrolle kriegen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn man da vor so einem Raum mit mehreren Tausendern präsentiert. Das geht ja vielleicht noch, aber wenn man dann im Hinterkopf hat, dass da Millionen von Nasenbären vor Bildschirmen sitzen und das auch noch gucken. Natürlich, auch wenn die das üben. Ne? Ich mache ja auch immer meine Witze, aber ich habe da echt größten Respekt vor jedem, der da oben auf so einer Bühne stehen muss. Apple ist selber hingegangen, hat eigentlich 1,5 Stunden eine schöne Show gemacht. Ich fühlte mich gut unterhalten, bis auf das AR-Zeug. Das war jetzt, glaube ich, die 5. Keynote oder Event in Folge, wo wir dieses AR-Zeug präsentiert bekommen. Apple versucht es wirklich zu pushen und den Leuten zu zeigen, guck mal hier, damit könnt ihr im Wohnzimmer spielen. Aber dann sind wieder die Sache, wer ist denn in der Lage, mehr als 5 Minuten sein iPad so hoch zu halten, um damit was zu machen? So, und so richtig angekommen ist das Zeug immer noch nicht. Aber worauf Apple gesetzt hat, ist, wir sind grüner. Das waren sie ja schon immer. Jedoch, jetzt kam ja die Meldung, dass die neuen Macs, also das Mini und das Air, aus 100% recyceltem Aluminium besteht. Und ich glaube, der Plastikboden vom Mini sogar dann irgendwie aus 60%. Auf jeden Fall, Apple sagt, ne, das Ziel, was sie auch bei den iOS-Geräten wollen, ne, dieses ganze Zeug recyceln, dass sie irgendwann keine neuen Alu-Rohstoffe mehr brauchen, das haben sie ja da. Wobei natürlich auch die Stückzahlen deutlich kleiner werden. So, das war auf jeden Fall ein schön Drumherum. Es gab nicht so viele Seitenhiebe, damit haben sie sich auch zurückgehalten. Verkaufszahlen, ich weiß, danach kam die Meldung, Apple gibt keine Verkaufszahlen mehr zu iOS-Geräten raus. Liegt wahrscheinlich zum Teil daran, sie sagen natürlich, wir brauchen es nicht mehr, ne? Wir sind eine Aktiengesellschaft, Umsatz und Gewinn ist natürlich viel interessanter für unsere Aktionäre. Aber wenn man sich die Zahlen von diesem Quartal, im letzten Jahr Quartal anguckt, dann sieht man, ne? iPads und vor allem auch die iPhones sind Pi mal Daumen auf dem gleichen Niveau. Ich denke mal schon, Apple macht das nicht. Seit 10 Jahren zeigen die Verkaufszahlen und auf einmal denken sie, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Hätten sie auch schon früher machen können, dass sie das jetzt zusammen mit dem Moment, wo halt nicht mehr diese Steigerungsraten da sind, verkaufen und eigentlich die Umsatz und Gewinne, die plus das, was die dann im Wachstum generieren, eigentlich durch den höheren Stückpreis, weil sie die Preise erhöht haben, kommt. Naja, aber das kam ja nur hinterher. Auf jeden Fall. Apple jetzt zu der Hardware. Sie haben es rausgehauen, es gibt ein neues Air. Und sie haben gesagt, was wünschen sich die neuen Leute vom MacBook Air am meisten? Ein Retina-Display. Bedeutet, ja, ihr bekommt jetzt auch ein Retina-Display. 227 ppi in der Standardauflösung. Ich glaube, ich muss hier mal mehr spicken. Das ist so viel. Also ihr, ne, nicht, dass immer einer denkt, ich kenne alles auswendig. Vieles lernt man ja auch beim Aufschreiben. Auch ich bin jemand, ich kann mir was deutlich besser merken, wenn ich das vorher einmal mindestens aufgeschrieben habe. So, auf jeden Fall. Wir haben eine Auflösung von 2560 mal 1600. Das ist das Maximum, was geht. Aber das kriegt man ja nicht, weil Apple das ja runterskaliert, damit das alles schärfer aussieht. Und bei den Skalierungen sind es dann die gleichen Skalierungen. Was ist das? 1650 mal 1080, die wir ja von anderen Geräten kennen. Also zum Beispiel hier vom 12er. Natürlich hat das eher ein 13,3 Zoll Display, aber dann die gleiche Auflösung, sozusagen das, was man dann wirklich sieht oder mit skaliert mitbekommt, wie beim 12er. Und das ist auch gerade die Sache. Das neue Air, das zerfetzt das 12er sowas von, egal was. Wir haben die neue 8er Generation, Amber Lake.
verfrisst nur noch 7 Watt. Jedoch, Intel i5-8210Y. Die Y-Dinger, das sage ich ja hier auch immer, sind nichts anderes als die Is. Das ist kein vollwertiger i-Core. Ne? Das ist nach wie vor der Y-Core und das ist halt eher lahm. Hat natürlich den Vorteil, lüfterlos zu sein, aber da ist natürlich von der Performance nicht ganz so geil. Jedoch, jetzt sind die ersten Benchmarks aufgekommen und haben gesagt, ach, natürlich schneller als das letzte Air-Update. Natürlich schneller als die 12er. Na klar. Bei den Basis 13ern ne, kann im Single-Core irgendwie mithalten, im Multicore gehen natürlich die Pros dann weg. Dafür sind dann natürlich auch die Pros dann da. So, aber im direkten Vergleich zum 12er, ich meine, das 13er Air hat jetzt die neue 8er Generation an Prozessoren. Es kommt mit 2 Thunderbolt-Anschlüssen auf der vom Gerät aussehenden linken Seite oder wenn man drauf guckt, linken Seite. 2x Thunderbolt. Wie geil ist das denn? Während die Dinger, die 12er, nach wie vor mit USB-C kommen und kalt kein 5K. Also das ist daran möglich. Vor allem 2 Anschlüsse. Kopfhöreranschluss ist bei den Airs nach wie vor vorhanden. Sie bekommen Touch-ID, also entsperren für Fingerabdruck, aber nicht so eine Touchbar, also keine OLED-Leistennummer. Also die Kombi, die mir persönlich auch am liebsten wäre. Sie haben die neueste dritte Generation Tastatur, die ich ja auch beim aktuellen 13er 2018er Pro habe, wo bei mir jetzt so nach 4 Monaten jetzt eigentlich die ersten Probleme aufkommen müssten, so aus den letzten Macs, kommt aber nichts. Also es ist ja vielversprechend. Trackpad natürlich größer geworden. Wir haben Lautsprecher, die auch nochmal lauter sein sollen und die ganze Kiste. Und jetzt kommt's im Vergleich zum 12er. Das Einzige, wo das 12er noch die Nase vorn hat, es ist natürlich ein bisschen kleiner und es ist aber deutlich leichter. Wir haben hier 920 Gramm, die Airs wiegen 1,25 Kilogramm. Das klingt nicht viel. Jemand sagt jetzt auch, Faultier, stell dich nicht wieder so an, 330 Gramm. Ja, aber 330 Gramm, das ist das Ladegerät, was ihr dann hier noch mitschleppt und immer noch nicht auf dem gleichen Gewicht seid. Oder das ist fast ein 12er und nochmal ein iPad mitschleppen. So, das ist natürlich immer so die Überlegung, die man hat. Aber ansonsten sind die 13er die erst die eindeutig bessere Wahl in meinen Augen. Plus, sie sind die günstigere Wahl. Ich kriege 128 GB Speicherplatz, 8 GB RAM und den neuen Prozessor im Vergleich zu den 12ern und zahle dabei bei den erst 1350 € ist der Einstiegspreis. Bei den 12ern sind es 1500 €. Das ist für mich gar keine Frage. Ne? Ich kriege mehr Performance, egal in welche Richtung. Ich habe die 2 Thunderbolt-Anschlüsse, ich habe Touch-ID zum Entsperren und zahle 150 € weniger. Muss ich ganz ehrlich sagen, sorry 12er, so sehr ich ein Fan davon bin, aber so nicht. Das Akku, die ersten haben schon geguckt, auf Apple-Seite steht 50,3 Wattstunden. Das sollte mit den neuen 7 Watt-Prozessoren echt für nette Zeiten sorgen, auch wenn die Auflösung halt höher ist und mehr frisst. Was war das andere? Ach ja, genau, der Lüfter. Das ist jetzt das große Rätsel. Direkt danach gab es Spekulationen. Ist das jetzt ein 7 Watt-Prozessor, aber Intel hat nichts gelistet? Das müsste doch der 5 Watt sein. Nein, Intel hat es geupdatet und auch bestätigt, es ist 7 Watt. Interessant, eigentlich sind diese 8210er Y-Dinger lüfterlos. Und an der Stelle, wo Apple das gezeigt hat, wo RAM und auch Prozessor sitzt, ist auch kein Lüfter. Jedoch, guckt euch mal das Foto von der Keynote an. Da ist links oben ein Lüfter. Sowas von. Dann die Leute bei der Präsentation, die dann nachher in der Hands-on-Area waren, da gab es dann die Meldung, sie haben nichts gehört. Klar, in der lauten Umgebung ist das auch sehr, sehr, sehr schwer, wenn da, ne? Aber die Grafik sagt, da ist ein Lüfter drin. Wer weiß, vielleicht dann für höhere Modelle, dass der dann doch rüber pustet. Aber was an der Stelle dann gekühlt wird, habe ich nicht ganz verstanden. So, kommen wir zum zweiten Gerät. Mac Minis haben auch endlich ihr Update bekommen. Bin ich persönlich nicht so der Fan von. Ich kenne viele, die da richtig Fans von sind. So nach dem Motto, es ist der günstigste Weg, um an Mac zu kommen. Ich kann mein eigenes Display dran anschließen. Oder es gibt viele, das war ja für einige, zwar ein teurer, aber für viele der erste, ich sag mal, Rechner am Fernseher. Oder der erste Heimserver oder sowas. Und da Apple, ich hätte auch nicht mehr, ganz ehrlich, nicht mehr mit gerechnet. Sie haben es jetzt geupgradet und wie? Ne? Basiskonfiguration, auch neuester Prozessor, Quad-Core. Ich glaube, dann auch wieder, ich glaube sogar 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz für 800 €. Das ist dann auch so die Sache, wenn man das mal vergleicht, wenn das halt kein MacBook ist, wo noch Tastatur, Display und Portabilität und Akku mit dabei sein muss oder halt die Mac Pros, ne, es ist eine andere Liga und die iMacs mit Display, dann kommt man natürlich mit 800 € am günstigsten an Mac, jedoch
Tastatur, Display, muss alles noch dazugekommen, gekauft werden. Und was ich sehr interessant fand, ich kenne leider die deutschen Preise nicht mehr. In den USA war es bisher so, der Einstiegs-Mac Mini, auch wenn der jetzt natürlich alt war, ne, aber da war der Einstiegspreis 500 US-Dollar und die Amis sind jetzt auch bei 800 US-Dollar. Auch da kräftig an der Preisschraube gedreht. Es ist nach wie vor der günstigste Weg in den Apple-Kosmos, in den Mac-Kosmos, aber so, ansonsten, ich guck mal gerade, naja, den kann man hochzüchten bis 6-Core, also 6 Kerne, 64 GB RAM und dann 2 Terabyte SSD und dann sogar 10 GB Ethernet, was natürlich auch ein tolles Feature ist. Und natürlich kann man die ganzen wieder skalieren, man kann die zusammenpacken für die Serverfarm und was nicht alles. Ja, aber für den Heimanwender ist das natürlich eher, naja. Apple hat es ganz klar wieder als Pro-Tool vermarktet. Natürlich, wenn man sich jetzt auch da die ersten Benchmarks anguckt, ne, die werden dann schon gleichgesetzt mit den 13er Pros oder sogar auf den 15er Pro Levels, je nachdem, welche Benchmarks man da fährt. Und auch Apple zeigt dann, ne, Videoschnitt, Sound, tralali, tralala, wo man das nicht alles anschließen kann. Die Dinger haben jede Menge Anschlüsse. Ist aber so halt nicht meins. Ich bin nach wie vor immer derjenige, da ich immer einfach viel auf Achse bin, für mich sind es die MacBooks, die ich immer mitschleppe und wenn ich stationär arbeite, dann externes Display dran, externe Tastatur und Maus und fertig und halt nicht die Mac Minis. Wobei ich sehr viele wirklich noch kenne, die sich gerade sowas von freuen, die Dinger dermaßen hochzüchten, wo ich mir fast denke, da könnte man ja eigentlich noch auf die Mac Pro Updates irgendwann mal warten. Apropos, was haben wir eigentlich bei dieser Keynote nicht bekommen? Ne, iPad-Mini-Gerüchte, nix da gewesen. Mac Pros, nix, das wurde ja irgendwie auf nächstes Jahr verschoben. Auch die Thunderbolt-Display, die ja eigentlich versprochen waren, nein. Apple Pay für Deutschland, nein. Muss aber dieses Jahr noch kommen, wurde ja vom Tim hoch und heilig versprochen. So, und ansonsten AirPower, naja, das kennen wir alle, die Gerüchte, ne, es verschwindet immer mehr. Viele sagen jetzt schon, das ist technisch, so wie Apple sich das so vorstellt, gar nicht möglich. Und auch neue AirPods gibt es nicht und auch ein Case für zum drahtloses Laden nicht. Apropos Cases, ist euch eigentlich aufgefallen, dass es immer noch keine iPhone 10R Cases von Apple gibt? Wie können die sich diesen Markt entgehen lassen? Ne? Es gibt ja haufenweise Leute, die kein Problem haben, 45 Euro für eine Silikon oder dann, keine Ahnung, 60 Euro für eine Lederhülle da zu zahlen. Und Apple stellt keine Cases her. Also wundert mich auch. Also gerade Apple als iPhone-Zubehör-Case-Hersteller, dass die immer noch keine Cases da haben. Naja, so, dann das große Highlight. Also bis dahin war ich ja schon hin und weg. Einfach weil jetzt endlich die Updates gekommen sind. Und jetzt ist Apple hingegangen und hat es wirklich gemacht. Sie haben die neuen iPad Pros vorgestellt. Und es war wie beim letzten Mal. Also ich meine, als wir die 9,7 Zoll Pros hatten und dann haben sie die 10,5er Pros rausgebracht. Und ganz ehrlich, Apple ist bei den Pros, auch bei den iPads meiner Meinung nach, Lichtjahre vor allen anderen. Gerade bei den Pros, was die an Performance haben, was die Leistung haben, an der Technologie, an Display und. Und sie hätten es meiner Meinung nach gar nicht nötig gehabt, neue Pros zu machen. Und sie hauen trotzdem wieder neue Pros raus. Keine Ahnung, wieso sie es machen. Einige würden jetzt sagen, weil sie es können. Und auch da ist es bei mir. Ich sage ganz klar, ich habe das 10,5er Pro und habe gesagt, das war letztes Jahr. Das mein Technik-Highlight, weil es einfach so eine geile Maschine ist. Ne? So dünn, so leicht, so Akku und, brauchen wir nicht zu sagen. Jedoch, das, was ich privat mehr nutze, ist einfach das Basis 6. Generation iPad aus diesem Jahr für 300 Euro, weil 300 Euro der Straßenpreis bei den ganzen Händlern geworden ist für die Basiskonfiguration. Und ich mir denke, klar ist das hier geiler und ich will lieber das nutzen, aber preis-leistungsmäßig, das treibt mir immer wieder ein Grinsen ins Gesicht, was damit möglich ist. So, und deswegen, trotzdem war ich jetzt bei dieser Keynote und dachte mir nur, geil, geil, geil. Da kommt dann wieder doch die Fanboy-Momente raus, weil man braucht es nicht, aber ich will es haben. Warum will ich es haben? Nummer 1, wir haben ein neues Design, wo ich noch sehr skeptisch bin. Denn die Ecken oder die Seiten sind nicht mehr abgerundet, die sind jetzt eckig. Sollen sich aber laut den Leuten vor Ort, die das schon in der Hand hatte, trotzdem noch toll anfühlen. Naja, bin ich mal was gespannt. Vielleicht müssen sie auch irgendwie designen, damit man sieht, es ist das neue iPad. Pro. Apropos neue iPad Pros. Keine weißen Fronten aktuell. Ne? Wir haben nur Silber und Space Gray auf der Rückseite. Front bleibt überall schwarz. Das zum Design. Ihr müsst stark sein. Der Kopfhöreranschluss ist weg. Was auch weg ist, ist der Lightning-Anschluss. Apple hat es wirklich getan, Lightning durch USB Type-C oder USB-C zu ersetzen.
Ist natürlich eine schöne Sache. Kann man vieles mitmachen. Apple hat damit geworben, ne, jetzt könnt ihr die Dinge an 5K-Monitore anschließen. Ihr könnt mit den neuen iPad Pros eure iPhones laden. Und wenn das klappt, dann denke ich mal, kann man damit auch andere Geräte laden. Also ein iPad Pro dann einfach als Powerbank benutzen. Ich sehe beim USB Type-C-Wechsel aber eher den Weg weg hin. Super, jetzt brauche ich für die neuen Macs und die iPad Pros nur noch ein Ladegerät. Wie sieht dann die Zukunft bei den iPhones aus? Das fände ich ja jetzt echt total Banane, wenn die dann in Zukunft noch nach wie vor auf Lightning setzen und alles andere hat dann USB Type-C. Abwarten. Oder na, drahtlose. Na, mal gucken, was da noch kommt. Also auch die neuen iPad Pros haben wieder viel Lautsprecher, können dann überall super klingen, haben wieder ein 120-Hertz Display, haben nach wie vor IPS-LCD, nicht OLED, weil beides, OLED und 120 Hertz, geht nicht. Die 120 Hertz braucht Apple aber für die solide Apple-Pencil-Erkennung, dass das Schreiben so nahtlos funktioniert, dass ich da keine Verzögerung habe. Da ist halt der Vorteil, deswegen behält Apple das bei. Jedoch hat das neue iPad Pro jetzt abgerundete Ecken. Ja, also runde Ecken. Ja doch, das geht. Also nicht mehr unsere bekannten rechten Winkel, sondern jetzt, wie wir das bei den neuen iPads kennen, beziehungsweise auch beim neuen iPhone 10R, ne, da haben wir auch IPS mit abgerundeten Dingern. Und genau das Gleiche, dieses randlose Design, wobei es nach wie vor Rand mit dem Rand ist, weil ich irgendwo ja auch meine Finger drauf packen muss und es halten muss, gibt es jetzt. Das neue iPad ist wieder vom Display größer geworden, ohne in der Form größer geworden zu sein. Wir sind jetzt von 10,5 Zoll auf 11 Zoll. Und das neue oder große iPad ist nach wie vor vom Display 12,9 Zoll, aber von der Größe vom Gehäuse kleiner geworden. Und das wird eine sehr interessante Frage. Apropos, die ganzen Geräte kann man übrigens schon vorbestellen. Ausgeliefert wird dann ab nächste Woche, 7. November. Ich glaube, das ist ein Mittwoch. So, auch ich habe mich, also dass mich die Kreditkartenfirma noch nicht angerufen hat und gesagt, ist bei dir alles in Ordnung, war alles. Weil da wieder an Geld ausgegeben wird, puiuiuiuiuiui. Preise von den neuen iPad Pros, 880 für das kleine, 11 Zoll und dann glaube ich 1100 Euro, über 200 Euro Aufpreis für das Basismodell vom großen mit 64 GB. Habe ich mir jetzt bestellt, sollte erstmal ausreichen. Natürlich, wenn man damit viel filmen will oder Videobearbeitung gerade machen will oder Adobe war ja da und hat Photoshop mal wieder vorgeführt, ja, wo, je nachdem wie groß dann das Projekt wird, ist natürlich mir auch besser. Da wage ich irgendwie noch keine Vorhersage zu geben. Aber wenn ich mir angucke, ne, ich habe ja die mittlere Speicheroption beim Pro und hier die kleine mit 32 GB. Auch als ich, der dann damit viel offline speichern wird und auch mal hin und wieder mal ein Video versuchen würde zu schneiden, mein Traum ja seit Ewigkeiten, weil die Performance von den Dingern ist ja jetzt schon wuff, wie wir schneiden mit Apple. Also wenn man es mit dem iPhone filmt oder mit dem iPad sogar gefilmt hat und dann darauf schneiden und dann exportieren, da hält noch nicht, hält kein MacBook mit, kein Mac mit. Ne? Das ist irre. Und das ist ja auch das, wo Apple dann bei der Performance sagt und wo jetzt auch die Benchmarks sagen, die neuen iPad Pros stecken sogar 13er, sogar 15er MacBooks in die Tasche oder ziehen, je nachdem welcher Benchmark das ist, sogar gleich. Und das sind dann so Sachen, ja, das ist natürlich schön, weil das alles aufeinander abgestimmt ist. Ne? Vom selbstdesignten Chip zur Software, da sieht man, was möglich ist. Aber ich kenne viele, die damit wirklich ihre Macs oder ihre Notebooks ersetzt haben. Ja, aber in meinem Kopf ist es nach wie vor immer noch für das Basiszeug. Wenn ich gerade vom Videoschneiden, und ich mache ja eigentlich Dünnbrettbohrerzeug, wenn ich das vergleiche, wie schnell ich das auf dem Mac hinkriege, wie schnell ich das auf dem iPad hinkriege, da liegen da immer noch Welten von mir. Und dann vom Kompatibilitätsproblem mit Webseiten und was nicht alles. Ich bin halt nach wie vor skeptisch für jemanden, der aber leichtes, einfaches Zeug machen will und dann anfängt mit Zeichnen oder Fotobearbeitung oder sowas und dann vielleicht wirklich in diesem Apple-Adobe-Kosmos drin ist. Hey, absolut, geht eine Möglichkeit. Kommen wir zu den großen Fragen. Wie ist das mit den Apple-Pencils? Kann ich meinen alten Lightning-Pencil am neuen USB-Type-C-Ding irgendwie mit benutzen? Nein. Wir erinnern uns, die werden ja blöd damit reingesteckt zum Laden und auch zum Koppeln. Das heißt, hier würde das mit dem Koppeln nicht funktionieren. Geht es denn wenigstens andersrum? Kann ich mir denn jetzt, weil ich in Zukunft jetzt noch keinen Pencil habe oder ich bin scharf auf den 135 Euro günstigen neuen Apple Pencil, kann ich den ja jetzt schon mal kaufen und mit meinem alten iPad Pro oder mit dem 6. Generation normalen iPad nutzen? Nein, das geht nicht.
Die neuen Apple Pencils, seltsamerweise heißen sie nicht Apple Pencil 2, sind kleiner, matter und sie haben zwei Neuerungen in Anführungszeichen. Wie beim Surface Pen komme ich gerade nicht ran, wobei der mehrere abgerundete, also gerade Seiten hat, haben die neuen Apple Pencils eine gerade Seite. Hat den Vorteil, das Ganze ist jetzt magnetisch und hat eine, ich kann es ans iPad ranpacken. Bisher klappte das ja auch so leicht an den Dingern an der Seite, wo dann das Case hält. Ne? Hier, oh, naja, okay. Ne? Bisher konnte man die Dinger auch ganz leicht ans Case dann ranpacken. Durfte man aber nicht zu viel wackeln, sonst fällt er hier ab. In Zukunft sollen die Dinger in Position bleiben und werden an der Stelle dann drahtlos geladen. Was das für ein drahtloser Ladestandard ist, ich habe gerade versucht, alles zu geben und mich jeden angehauen, aber konnte mir jetzt keiner sagen, ob das drahtloses Qi-Laden ist, ob ich dann die Stifte auch ganz normal, was weiß ich, auf dem Ladepad laden kann oder nur halt mit den iPad Pros. Ist aber so, wir haben neue Stifte, die alten funktionieren nicht und die neuen mit den alten Pads funktioniert auch nicht. Also, wenn man das will, 135 Euro extra, kommen aber dafür, naja, kleiner, ein bisschen anders designt und mit Zusatzfeatures, Double-Tappen, kennen wir auch von anderen Produkten, dass ich dann zum Beispiel Stift wechseln kann oder zwischen Stift und Radierer ruckzuck wechseln kann, wenn die Apps das denn unterstützen. Kommen wir zum letzten Punkt bei den neuen iPad Pros. Wir haben neue Cases. Smart Cases zum Reinpacken kosten 200 Euro für die 11-Zoll-Version, direkt mit einem deutschen QWERTZ-Layout erhältlich. Also nicht mehr warten. Große Gummipunkte, dass Apple das wirklich inzwischen drauf hat, passendes Zubehör direkt auszuliefern. Was wollte ich sagen? 200 fürs 11-Zoll und 220 Euro für die 12,9-Zoll-Größe. 20 Euro Aufpreis für mehr Material. Kann man jetzt sich da auch denken, wieso, aber 20 Euro für größere Variante Zubehör für Apple geht das ja noch in Ordnung. Meine Hauptneuerung an den Dingern ist aber, vielleicht ist das dem einen oder anderen aufgefallen, hat Apple gar nicht so mitgeworben, musste man auch genauer hingucken. Wir haben anscheinend zwei Aufstellwinkel in Zukunft. Hier haben wir immer eine Leiste und in Zukunft haben wir da zwei Leisten. Also wirklich von Apple vorgesehen, dass ich dann auch einen steileren und einen flacheren Winkel zukünftig bekomme. Ist natürlich sehr schön. Ansonsten, ach ja, die Hardware-Neuerung bei dem Ding. Natürlich heißt das Chip hier drin A12X Bionic. Wenn der von den aktuellen iPhones A12 Bionic heißt, dann kommt hier das X, nochmal aufgebaut, mehr Power. Die Dinger kommen mit 4 GB RAM und es gibt irgendwie die ersten Gerüchte, dass die 1-Terabyte-Version, also mal ganz ehrlich, 1 TB auf dem iPad Pro, uiuiuiui, und der Preis dann erst, sogar 6 TB haben soll. Ist aber unbestätigt, das weiß dann wieder nur, wenn man dann noch näher ranguckt. Mit Neuerungen zum Design, zur besseren Performance, zum besseren, größeren, schöneren Display ist Face ID. Die Dinger kommen mit Face ID. Und das richtig Schöne ist, und das will ich dann in Zukunft auch bei den iPhones sehen, Face ID funktioniert egal, wie rum ich das Gerät halte. Also ich muss halt nicht immer nur so gucken, sondern ich kann es auch so gucken. Ich muss nur achten, dass meine Hand dann die Sensoren nicht verdeckt. Also das ist mit an Bord. Das freut mich. Wie gesagt, das Update will ich dann auch für die iPhones sehen. Und damit sind wir eigentlich durch. Ich könnte jetzt nochmal hier in meinen schlauen Zettel gucken, was wir alles vergessen haben. Ach ja, noch die kleinen Zusatzschmankerl, die Apple dann hinterher noch rausgehauen hat. Die EKG-Funktion bei der Apple Watch ist jetzt für in den USA freigegeben. Die können sich drüber freuen. Und wir hatten noch so ein Radeon Vega Pro Update angekündigt für die MacBook Pros in Zukunft. Was das dann jetzt genau heißt, ob die Dinger dann wirklich nochmal einen Prozessor intern GPU-Einheit Update sehen werden oder ob ich dann in die externen dann anschließen kann. Ich bin mal gespannt, was das dann genau heißen wird. Und ansonsten bin ich komplett durch. So, ach ja, und Apple, es gab doch noch zwei neue Hardware-Sachen. Apple hat auf seiner Seite natürlich, wenn jetzt die neuen iPads mit USB Type-C kommen, dann braucht man natürlich auch einen USB Type-C auf Klinke-Adapter, weil ja der Kopfhöreranschluss fehlt. Gibt es, kostet wie Gummipunkte, wie der Lightning auf Klinke-Adapter, genau 10 Euro. Okay, passt. Schade, dass er nicht dabei liegt, aber ich meine, Apple, das ist es ja. Jetzt, und deswegen bin ich so gespannt auf die Strategie. Ne, Apple kann hier nicht den Klinkenanschluss seit 2 Generationen weglassen oder 3. Und hier den Klinkenanschluss noch haben und jetzt lassen sie ihn hier weg. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Lightning müsste ja dann logischerweise auch hier wegfallen. So, das ist das eine. Und Apple hat jetzt auch einen USB Type-C auf SD-Karten-Leser rausgebracht
für 45 Euro. 45 Euro. Aber ganz ehrlich, da gibt es so viele Dongle-Dinger, Adapter, was auch immer, wo wir dann natürlich, sobald die iPads starten, sehen werden, sind die kompatibel? Meiner Meinung nach ja. Sollte überhaupt gar kein Problem sein. Das nur im Hinterkopf haben und ob man da nicht... Wobei, wartet mal ab. In Zukunft, wir haben ja so viele USB Type-C-Hubs gesehen für die ganzen Macs und andere Geräte. In Zukunft wird dann ein Feature sein, weil man sich hier und da mal entscheiden muss, HDMI, Ethernet und sowas. In Zukunft werden wir davon auch die ersten Geräte sehen mit Kopfhöreranschluss, also mit Klinkenanschluss. So, und das war's. So, und von der Performance und was nicht alles. Ich war vom ganzen Event hin und weg. Hat mir in Summe gut gefallen. Schön, dass Apple diesen Mac-Fokus gesetzt hat. Natürlich, die Preise haben kräftig angezogen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich persönlich werde mir beide iPad Pros und das Air angucken. Mac Mini ist einfach nicht meins. Da könnte ich dann auch viel zu wenig Vernünftiges zu sagen. So, und das war's. Macht es gut. Bis zum nächsten Video und tschüss.